Früher hat man seine Filme so vorgeführt. So, ihr seid bei Studio Lustig. Studio Lustig und so lustig finde ich gar nicht. Lustig ist nichts seit dem 22.01.2018, wo die SPD da mit 600 Stimmen abgestimmt haben, dass sie uns weiterhin mit GroKo-Sieren und so weiter. So, Dieter Nuhr und Apple und so weiter sind hier die einzigen Comedien, die wir noch haben, die gekauften von ARD. Ja, gekaufte Comedien. Denn ich sehe keinen Herrn Pispert oder sonst wie. So, meiner einer versucht jetzt komisch zu sein, weil er gar nicht so komisch findet, denn er hat die Schnauze voll. Ich habe die Schnauze voll, weil ich zu den 70% Alten gehöre. 70% zwischen 50 und 60 Jahre alt und wir sollen die Klappe halten. Und ich habe bei Facebook natürlich den Test durchgezogen, richtig? Bei Facebook braucht er nur gewisse Sätze schreiben und schon habt ihr das große Glück, dass er dann für 24 Stunden ja nichts machen dürft. Ne? Aber meiner einer, dem ist das Wurst, er war wie gesagt getestet. So, ich habe noch 8 Stunden, jetzt habe ich nur noch 5 Stunden, dann bin ich also wieder frei und kann wieder schreiben. Natürlich schreibe ich dann nicht so, dass ich wieder gesperrt werde. Das war an sich ziemlich einfach. Ich habe einen Kommentar abgegeben. Auch also als Test und hab reingeschrieben und wo sind die Bomber, wenn man sie braucht? / Satire. Wo sind die Bomber, wenn man sie braucht? Oder wo sind die U-Boote, wenn man sie braucht? Das könnt ihr euch denken, wie ihr wollt. So, wenn wir nicht mehr sprechen dürfen, wenn wir keine Meinung mehr haben dürfen, dann wird es Zeit, dass wir den Lauten machen, weil ich will meine Meinung preisgeben. Ich will meine Meinung auch äußern dürfen. Eine Meinung, die nicht beleidigt, eine Meinung, die halt nur eine Meinung ist und die vielleicht zu einer Persönlichkeit gehört. Viele Street-Art-Künstler sind gesperrt worden bei Facebook, Buchautoren sind gesperrt worden, sogar der Mars mit seinen Ausdrücken wurde gesperrt, aus welchem Grund auch immer. Also das neue Gesetz ist was für den Allerwertesten. Wir müssen dann heutzutage merkwürdig sprechen. Und wir müssen uns merkwürdig verhalten und das kann es nicht sein. Ich bin noch nicht fertig, wie gesagt, ich unterhalte mich immer noch. Herr Lindner bekommt immer noch so ein Schreiben da. Bin gerade am Nachtrag, der Nachtrag des 22.01.2018. Mit der SPD finde ich gar nicht komisch. Ich bin 100% FDP und da bleibe ich auch zu, das darf ich auch öffentlich sagen. Ich habe mit dem anderen nichts zu tun, weil liberal, sozial sollte ein Unternehmer sein. Ein Unternehmer sollte liberal und sozial sein, auch seiner Kundschaft gegenüber, seinen Mitmenschen gegenüber, weil so fett bin ich nicht, dass ich im CDU, CSU-Kanal mit rumdümpel. Also, ne, ich bin erstens hundertprozentig ehrlich und das ist schon hart genug, weil ich ein guter Mensch bin, der bei sehr gut endet, also er hilft etc. Bin kein Gutmensch, um Gottes Willen. Ich versuche zu helfen, Dienstleistungen anzubieten und dem Bürger etwas zu geben, was er braucht. So, und das für wenig Geld. Total umsonst geht nicht, das geht halt nicht, weil total umsonst geht nicht. So, man hat viel Ärger, vor allen Dingen hat man sehr viel Ärger mit den Banken, weil die Banken machen, was sie wollen. Und darum schreibe ich halt mal den Herrn Lindner, der jetzt, und Herrn Kubicki, die da uns unbedingt, ja, ich bin der Meinung, dass sie sich alle die Tasche vollgefüllt haben, Diätenerhöhung und andere Sachen. Und paar Leute haben halt dieses komische Gesetz des Internetgesetzes auf den Weg gebracht. Also ich muss einfach mal öffentlich sagen, meine lieben Freunde, ich habe mit allen großen Größen gesprochen. Ich habe mal gefragt, warum haben wir kein eigenes Internet? Warum haben wir keine deutsche Seite, also aus Deutschland und so weiter? Da kriegt man eine Antwort von Telekom und wie sie alle heißen. Ja, warum sollten wir uns die Mühe machen, wenn es das doch schon gibt? Hallo? Warum sollen wir uns die Mühe machen, wenn es das doch schon gibt? Es gehört Herrn Zuckerberg, es gehört Herrn Google da und Herrn Amazon, sag ich jetzt mal. So, da war es doch schon. Die drei, ne? Und denen gehört auch wieder Banken und so weiter und so fort. Also mächtige Banken, denen gehört das und mächtige Banken sagen an und keiner bemüht sich, so wie wir bemüht waren damals, nach der CeBIT95 mit dem digitalen Geld zu verdienen. So, jetzt kommen die anderen, haben uns alles abgekauft
Und wir haben dann jetzt das, was wir haben. Nur, wir wussten ja nicht, dass das Analoge stirbt, dass das Analoge nicht mehr funktioniert. Grüße! Da ist die Frage. Die Frage ist, kann man einem Politiker vertrauen, ja oder nein? Die Frage lautet, können wir einem Politiker vertrauen, ja oder nein? Wir sind zwar hier im Studio lustig und versuchen ein bisschen Satire mit ein bisschen lockeren Sprüchen irgendwie so eine Sendung auf den Weg zu bringen über die Politiker, wie die arbeiten und wie Deutschland und so weiter. Gut, Kunden sagen, Deutschland gehört einer Bank und wie Banken sind, sind wir natürlich an dieser Bank gebunden und dieser Bank gehört einer Familie und die sagt an. Richtig, wenn da Menschen sind, diese Wahnsinnsbank oder die Wahnsinnsbanker, diese Weltbank, die 3 Milliarden pro Tag rausschrauben kann oder pro Minute 3 Milliarden. Und wenn man sieht, dass fast 200 Milliarden jetzt der Amazon hat und der Herr Facebook, beziehungsweise, bist du ja. Grüße, hallo. So, ab heute, den 22.01.2018, dürfen wir sagen, mach mir bloß nicht die SPD. Ja, ist ein Synonym für Lügen, Betrügen und die Unwahrheit verbreiten vor laufender Kamera. Nein, mit uns nicht. Ab morgen gibt's in die Fresse. Das ist die SPD. Also mach mir nicht die SPD, mein lieber Freund, Lügen, Betrügen und die Unwahrheit verbreiten. So, wir sind hier im Studio lustig und haben uns natürlich heute schon mehr als einmal beömmelt, weil viele Kunden, denn die Welt des Analogen, da sind wir noch in einem sogenannten Vier-Augen-Gespräch, was auch kaum noch möglich ist, denn Vier-Augen-Gespräch, das sogenannte Monolog, Dialog, Prolog im analogen direkten Vier-Augen-Kontakt findet nicht mehr statt. Ja, ich vermisse die Kabarettisten, die politische Kabarett, das richtig politische Kabarett, wo es richtig zur Sache ging, wo es aber sowas von nachgemacht wurde, ob das Kohl oder Scheel oder egal wer es war. Ja, hurra, hurra, wer hat uns verraten? Die Sozialdemokraten. Wer ist für den Sommer zuständig? Richtig, die SPD. Haben unsere Altgeister von sich gegeben im politischen Satirebereich, Scheibenwischer, die Stachelschweine und wie die alle geheißen haben. Und natürlich im Liedergut von Rudi Carrell. Ja, heutzutage, wie gesagt, macht mir nicht die SPD für Lügen, Betrügen und die Unwahrheit vor laufender Kamera verbreiten. So, jeder weiß, dass das Maßgesetz so ist, wenn man irgendwas macht, ihr wisst schon. Man muss heute sagen, 10 kleine Politiker gingen über die Straße, davor ein Auto, einen Blatt, da waren es nur noch 9. Ja, 9 kleine Politiker, bla 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 bla, weil das andere dürfen wir ja nicht mehr singen, weil dann wären wir ja gestrichen. Ja, so ist das nun mal. Aus allem, was nicht mehr ist, machen wir jetzt politische Sachen, ne? Also, es kommen unheimlich viele mehrsprachige Politiker hier über die Grenze, um hier ihre Politik zu verbreiten, in ihrer sogenannten Analogie des Steinismus. Ne, in Stein und Hammer gemeißelt, wird da nicht mehr in Papyrus und so weiter geschrieben und so weiter auf den Weg gebracht, wenn ihr versteht, was ich meine. So, irgendwann müssen wir ja so sprechen, weil wir richtig nicht mehr sprechen dürfen. Weil wenn wir richtig sprechen, dann müssen wir ja mit Sanktionen rechnen. Ne? Und das ist auch so eine schöne Sache, die ARD-Synonymgruppe da, die da für Sanktionen zuständig ist. Ich finde das toll, was hier so abgeht in diesem merkwürdigen Deutschland, DDR 2.0 und was weiß ich. Ich meine, die Stasi, die freut sich, denn ihr glaubt ja kaum, dass die alle abgebaut wurden. Ja, also die überwachen uns und hören und was weiß ich nicht alles. Und da draußen haut ein Kind mal wieder gegen die Scheibe, als ob Scheiben beraubbar sind. Würde ich nicht machen, weil die gehen kaputt, aber egal, so sind Kinder noch mal, kommen wir nicht durch, müssen wir mit leben. So, meine lieben Freunde, es kommt bald wieder so What Goes To, ne? Ja, der Oscar Goes To, will hoffen, dass Star Wars auch ein paar Oscars kriegt, E8 etc. Ist ja bald wieder soweit. So, jetzt im Moment ist es erstmal so, dass hier in Deutschland keine Regierung gebildet worden ist, dass die da sondieren wollen bis April oder bis Ostern. Und nach Ostern wollen die uns dann verkünden, wie die uns zum dritten Mal eine GroKo verkaufen wollen mit Agenda 2010. Mit Sanktionen, einem das Geld aus der Tasche ziehen, noch mehr erhöhen, noch mehr erhöhen, noch mehr erhöhen.
damit wir am Ende so lange erhöht haben, dass wir nichts mehr in den Taschen selbst befindet, sich nichts mehr wurde. Wer hat denn heute noch Geld? Ach, meine lieben Freunde, also machen wir nicht die SPD Lügen betrügen und die Unwahrheit verbreiten. Das ist das neue Synonym. Ne? Alle, die wissen, wenn einer sagt, ey, mach mir nicht die SPD, weiß jeder Bescheid, was damit gemeint war. Denn damals bei DSDS sagte man immer, mach mir mal nicht den Kügelböck. Ja, ist ja klar. So, Kügelböck war auch so ein Synonym für solche Kaspereien, die er da vollzogen. Ja, wie gesagt, wir haben 16 Bundesländer, wir haben das fette NRW, was ziemlich ruhig, was da abgehandelt, man hört nichts, man sieht keine FDP, man sieht keine CDU, aber wir wissen, dass über 20 Millionen schon ausgegeben wurden, nur zum Umziehen, neue Gestaltung, neue Namensgestaltung von Ämter, hatte man sofort innerhalb von Sekunden 20 Millionen bereitgestellt. Also wie gesagt, die armen Leute, Menschen, die lange gearbeitet haben in einer Infrastruktur von 1948, die sogenannte Wende, die 1950 dann zu Wirtschaftswunderjahren wurde, Stunde 0 war 48. Danach ging es aufwärts, langsam, aber stetig. Dass die Jugend auch neben der Spur, wissen wir ja alle, die 68er Bewegung bis 79, war hier richtig was los. Wir waren gegen Vietnam, der Kalte Krieg war auch. Also so lustig war die alte Zeit auch nicht, aber wir haben sie wunderbar gemeistert. So, wir, auch meiner einer gehört jetzt zu den 70% Alten, 50 aufwärts, 50, 60 Jahre. So alt ist der überwiegende Teil hier in Deutschland und deswegen hat man unheimlich junge Menschen nachgeordert. Aber irgendwie merkwürdig, ja, das Nachordern, aber egal. Wir haben auch keine Kabarettisten mehr, wie gesagt, keine politischen Kabarett mehr. Der richtig voll reingeht, Herrn Pispers, den vermisse ich auch. Muss ich mal gucken, was mit Herrn Pispers so los ist, weil... ja, die Normalen, die bei ARD da auflaufen, da den Dieter Nuhr, da ist staatlich gefördert, also der haut, also komm, lass, da sage ich gar nichts mehr zu. Selber aufbauen geht nicht, jetzt sehe ich auch die alten geflossenen Sachen wie Horten, Karstadt, das gibt es alle nicht mehr, richtig, Woolworths gibt es auch kaum noch, Wertheim gibt es auch nicht, also die guten Kaufhäuser wie Quelle, Karstadt, Wertheim, Horten, gibt es ja so gut wie gar nicht mehr. Ne? Also nicht mehr so, wie es mal war. Die gute alte Zeit, also so gut war sie nicht, aber die alte Zeit, in der wir gelebt haben und die refreshende Zeit, 48, 49, also 1848, 49. Und wie gesagt, 100 Jahre später, ja, 1948, 49, da ist das, also 100 Jahre, wie gesagt, wir müssen jetzt auch wieder 100 Jahre warten, wir müssen jetzt auf 2048, 49 warten, vielleicht kommt dann endlich mal wieder eine kleine Revolution, eine richtige Revolution, dass es auch richtig läuft und dass wir auch wirklich wieder alle mal irgendwie Geld verdienen können. Damals Volksschule, Hauptschule, die konnten sich wirklich zum Meister hocharbeiten, konnten auch irgendeines Zechenhäuschen oder Haupthäuschen bauen, kaufen. Krupp, ehemalige, hatten auch in ihren Vierteln Wunderbares zu erfahren. Sie waren, es waren Menschen, die sich unterhalten und so weiter und so fort. Auch die Kinder waren anders drauf. Die hatten also viel mehr Flausen im Kopf etc. Und waren also auch schon mit 14, 15 schon ganz anders unterwegs. Das waren nämlich wir. So, und heute, wenn man das heute alles so sieht, da ist niemand mehr irgendwie irgendwo unterwegs. Das Analoge, Monolog, Dialog, Prolog, das sogenannte dialogische, analogische Streiten, diese Auseinandersetzungen, wo man auch gebildet wieder aus dieser Diskussion herauskommen kann oder weitere Fragen aufgeworfen, aber wirklich ins Kleinste auseinandergesetzt und wieder zusammengesetzt, dann doch gebildet, ach man, so läuft das, ach so funktioniert das, ach, ne? So, man hat uns also am 3.7.2018 das Analoge genommen. Nun leben wir im Digitalen. Digital seht ihr ja selber, Freenet TV zieht euch die Socken aus, das ganze digitale Gedönde da, und dann gibt es dann Frog, wo ihr dann halt alles kostenlos gucken könnt, dann Astra Digital, dann seht ihr halt ein bisschen in HD, nicht alles. Da sagt auch jeder, pff, das, was da gezeigt wird, muss ja nicht unbedingt in HD sein. Haben die Leute recht. Wie gesagt, das reale Fernsehen macht also keinen Spaß mehr.
wer sich Netflix, YouTube, wie die alle heißen, Amazon und so weiter, sich leisten kann, ist auf dem richtigen Weg, kann wunderbar fernschauen und sieht auch das, was er gerne sehen möchte, ohne Werbeunterbrechung. Und das macht Spaß, das macht richtig Spaß. So, wie gesagt, alle, die halt schon die neueste Technik haben, damit umgehen können, die wissen, wovon ich jetzt gesprochen habe. Ich habe auch, wie gesagt, ihm das zukommen lassen, Herr Lindner, ne, einmal per Fax, aber ich werde es nochmal per Brief schicken und ob ich jemals eine Antwort bekomme, werde ich euch dann mal in einem, ne, Studio, Spaßstudio, dann mal vortragen, ob daraus was geworden ist. Denn ich finde es toll, wie man uns alles verkaufen will, E-Autos. Ne? Ich komme mir manchmal vor, als ob man uns jetzt hier die Jetsons verkaufen will. Ja. Hallo! Früher hat man seine Filme so vorgeführt.